Schieb dich mal. Schieb den Wal. Ich habe keine Ahnung, ob wir den Felsen danach, wenn wir jetzt hier wieder raus sind, nochmal runterschieben müssen. Wenn ja, haben wir doppelten Spaß. Juhu. Ach nee, Moment. Der macht, glaube ich, nur unten eine Barrikade auf, oder? Oder schieben wir ihn doch da runter? Ich weiß es nicht mehr. Omod. Wen setzen wir ein? Lepras. Keine Ahnung, ist es vom Typ Flug? Es ist, glaube ich, Käfergift, oder? Demnach hätten wir keine sehr effektive Attacke mit unserem Lepras. Wenn es Flug ist, dann ist es effektiv. Nee, es ist Käfergift. Ja, schade. Okay. Obwohl, nee, wir haben es gefangen. Dann ist gut, dass wir es getötet haben. Wir setzen aber wen anders nach vorne. Lapras ist immer noch wirklich ein guter Notnagel. Wir setzen den Magma nach vorne. Da waren wir gerade ja etwas enttäuscht von unserem Magma, dass es wirklich nur so wenig Schaden an dem Kokowai verursacht hat. Bevor wir uns darauf jetzt verlassen und dann überraschend draufgehen, soll Magma lieber doch vorher sterben. Ja, Kleinstein. Juhu. Ganz ehrlich, das ist die Psychokinese eigentlich gar nicht wert. Aber wahrscheinlich haben wir gerade doch mehr AP, als wir brauchen. In unserem Zustand. Und dann noch ein unnötiger Volltreffer. Geil. Haben wir drauf gewartet. Ja doch, wir schieben ihn hier nicht runter. Ach, Mann. Noch so ein Mistvogel. Ich kann mich daran erinnern, dass irgendwer in diesem Raum hier Sazenia und Giflor hat. Da kann ich mich dran erinnern. Ich weiß nur nicht, ob es die Trainerin war, die wir eben gesehen haben, oder ob es eine ist, die weiter unten ist. Ich glaube eher, es ist eine, die weiter unten ist, wenn wir da runtergehen. Diese Treppe da runter. So, das nehmen wir mit. TM7, alles voller TMs hier. Was ist 47 jetzt? Ich weiß es nicht. Die meisten guten habe ich im Kopf. Explosion, ja. Verkaufen wir. Wirklich. Suizidale Attacken sind scheiße. Deswegen auch kein Überroller. Marschock. Ja, ob Psychokinese ausreicht? Keine Ahnung. Wenn nicht, werden wir auf jeden Fall versuchen, es zu fangen. Weil dann wird es mit Sicherheit im roten Bereich sein. Ja, tot. Ich glaube, das war nicht die Giflo und Sazenia hat. Ich glaube, eine unten. Oder ein näher unten. Keine Ahnung, ob jetzt Männlein oder Weiblein. Wir werden die einfach mal ignorieren. Gehen zu dem Trainer oder der Trainerin von dem oder der. Ich glaube, dass der oder die Pokémon hat. Und falls ich mich nicht irre, dann habe ich mich geirrt, ja. Dann ist es doch die. Aber die hat bestimmt wieder sowas wie Snowbilly Cat oder so. Keine Ahnung. Der hat es jetzt überlebt. Ist aber ein guter Rest-KP, um mal einen Ball zu werfen. Oh, schade. Hätte jetzt ruhig drin bleiben können. Der Fußkick wäre doch nicht nötig gewesen. Ja, juhu. Okay, ich sehe es kommen. Nach diesem Marschock werden wir bestimmt... Ja, nach diesem Marschock gehen wir auf jeden Fall heilen. Nidoking. Hyperball. Und nochmal. Also wir lassen jetzt im äußersten Fall Nidoking noch sterben, Lapras noch sterben. Und wenn es dann soweit ist, dass wir nur noch Dodri haben, machen wir mit Dodri Marschock platt. Falls es soweit kommt und wir es nicht vorher gefangen haben.
Okay, wir haben es gefangen. Ein Kraftprotz. Dieses Pokémon ist super stark. Es kann sich nur mit einem kraftregulierenden Gürtel bewegen. Haben wir einen coolen Spitznamen für Marshawk? Vielleicht Matschkok, aber ich glaube nicht, dass das hinpasst von den Zeichen her. Nein. So. Fluchtseil. Alidachi. So, einmal heilen bitte und nach der Heilung jetzt unbedingt mit B weitermachen. Schwester Joy, so praktisch du auch bist, aber wir wollen nicht unnötig mit dir quatschen. Aha, jetzt hätte ich tatsächlich fast wieder vergessen, unser Inventar zu leeren. So, das letzte, was wir gefunden haben, war Explosion. Das können wir verkaufen. Ja, bitte. Den Rest gehen wir jetzt nochmal durch und schauen, was wir behalten. So, Blizzard. Blizzard behalten wir. Solarstrahl behalten wir auch. Also Select setzen wir mal nach vorne. Feuersturm behalten wir. Wer bist du? Geofissur. Können wir verticken. So, du bist Himmelsfeger. Ja, ich wüsste keinem Pokémon, den wir jetzt Himmelsfeger beibringen könnten. Ich könnte es allenfalls zu Demonstrationszwecken lehren, aber eigentlich habe ich da gar keine Lust drauf. Das können wir verkaufen. Mega Kick. Ganz ehrlich, will ich auch keinem beibringen. Dann lieber Body Slam. Überroller. Ja, habe ich ja schon erklärt, was ich davon halte. Wir können mal kurz schauen, wer es lernen könnte. Eine Kampfattacke wäre eigentlich gar nicht schlecht. Kangama, das ist nicht uninteressant. Warte mal, Magma. Der lernt final. Flammenwurf, theoretisch. Eigentlich können wir den Konfustrahl ersetzen. Bis wir Flammenwurf haben, das dauert noch. Ja, komm. Dann haben wir hier nochmal eine sinnvolle Attacke mit drin. Konfustrahl haben wir jetzt doch kaum benutzt. Und ich glaube, Lorelei hatte Eis-Pokémon, ne? Da kann sich Magma dann vielleicht nochmal mit einer Attacke wehren. Und ich glaube, den Rest konnten wir jetzt verkaufen, oder? An TMs? Megakick, ja, wollen wir nicht haben. Und das da unten war, keine Ahnung. War das der Himmelsfeger? Ich weiß es nicht. Weg damit. Hier, 43. Ja, bitte. 2,5 ist okay. Ne, noch weiter runter. Ja, bitte. Und das hier. Ja. Geilt haben wir, oder? Haben wir. Dann gehen wir jetzt nochmal zum PC ablegen. Und dann sind wir doch gut gerüstet, um den restlichen Teil der Sägestraße durchzuziehen. Durch die Nase. So, ablegen. Nicht das Fahrrad, bitte. Zunächst einmal Top-Trank. Dann Blizzard. Dann Solarstrahl. Dann Feuersturm. Dann Top-Genesung. Ja, bewahren wir uns lieber für die Top 4 auf. Fragezeichenöffner. Sonderbonbon. Und auch den Beleber und den Top-Beleber bewahren wir uns lieber für die Top 4 auf. Top-Beleber für einen harten Kampf. Beleber für außerhalb des Kampfs zum Wiederbeleben und anschließend hochheilen. So, sehr schön. Dann geht's los. Zum Thema, ich spiele anders als sonst. Ich habe ja schon ein paar andere Eigenheiten genannt, sage ich mal.
Zum Beispiel, dass ich mein Start-Pokémon immer bis Level 18 oder sogar 20 im Vertania-Wald gelevelt habe. Zum Beispiel, dass ich sonst eigentlich. Nee, da verschwenden wir jetzt keine AP. Zum Beispiel, dass ich sonst eigentlich ganz andere Pokémon nutze. Ja, und eine weitere Eigenheit von dem, wie ich sonst spiele, ist tatsächlich auch, dass ich keine. Was war? 41, okay. Ist, dass ich sonst überhaupt gar kein Item für die Top 4 kaufe. Beziehungsweise so gut wie keins. Es kann sein, dass ich die Beleber dabei habe, die ich dann so im Spielverlauf gefunden habe. Die Top-Beleber keinesfalls. Und dann vielleicht noch ein paar weitere Supertränke, Hypertränke, die ich im Spielverlauf gefunden habe. Mehr nehme ich sonst gar nicht, wenn überhaupt, in die Top 4 mit. Ja, wie mache ich das sonst? Verballer sonst irgendwie alles an Einkommen, was ich habe, irgendwie in der Spielhalle für Pokémon und für Items. Nee, zu Lapras müssen wir. Und ja, stock sonst noch meinen Vorrat auf an Hyperbällen, vielleicht noch weiter an, keine Ahnung, Top-Genesung oder so, einfach nur um es zu haben. Um dann später nicht immer wieder ins Poké-Center rennen zu müssen. Ja, und dann trete ich einfach so oft gegen die Top 4 an, bis ich genau weiß, mit welchem Pokémon ich welches Pokémon richtig gut und einfach wegkriege. In der Zeit sammle ich Level, sterbe natürlich auch oft im Kampf gegen die Top 4. Ups, nee, nicht Surfer, wir wollen Stärke. Aber das ist meine eigentliche Vorgehensweise in der Top 4. Also ich renne erstmal rein, schaue, wie weit ich komme, schaue, welches Pokémon eingesetzt wird überhaupt, welches Pokémon welche Attacke. Oh, Moment. Und weiter geht's. Verzeiht bitte die Unterbrechung. Gerade hat es an der Tür geklingelt. Ja, es kam ein Paket, das ich bestellt hatte, aber noch nicht erwartet. Ich habe erst morgen oder übermorgen damit gerechnet. Reicht der Ice Heap? Wir versuchen es einfach mal. Wenn ich fangen will. Okay, hat gereicht. Ja, das kam ganz unerwartet. Okay, das ging jetzt schnell. Ich weiß nicht mehr genau, wo ich war. Also ich war bei der Top 4, genau. Ich schaue erstmal, welches Pokémon überhaupt von den Gegnern eingesetzt wird. Welches Pokémon ich da am besten als Konter gegen einsetze. Wegen den Attacken, die es einsetzt. Und welche Attacken ich dann auch mit den Pokémon einsetze, die ich nutze. Ice Heap. Ja. Und so ist das ist das eine ganz gute Lernkurve. So weiß ich, wie ich möglichst unbeschadet von Trainer zu Trainer weiterkomme, ohne mich großartig viel immer wieder heilen zu müssen. Und währenddessen mache ich halt auch noch ein paar Level gut, mache auch immer mal wieder ein paar Pfennig gut, kriege dann wieder ein bisschen mehr Kohle zusammen, obwohl ich sterbe, vorausgesetzt ich habe vorher das ganze Geld ausgegeben. Ja. So gehe ich sonst eigentlich bei der Top 4 vor. Auch das wird diesmal anders laufen. Wir decken uns ein mit viel Heilgedöns, Wiederbelebungsgedöns etc., um sie möglichst in einem Rutsch zu schaffen. Ja, und normalerweise trainiere ich halt eventuell sogar vorher noch ein bisschen, aber nee, ich glaube, ich trainiere dann quasi direkt in der Top 4. Oh, du bist. Wahrscheinlich lohnt sich das wirklich gar nicht. Mal schauen, wie viel EP der jetzt bringt, aber ich glaube, wenn nochmal so ein räudiges Zubat hier auftaucht, dann gehen wir auf Flucht. 169, nee, echt. Da gehen wir auf Flucht. Da verschwenden wir keine AP für. Keine Ahnung, was die sich dabei gedacht haben. So ein Pokémon mit so einem Level hier zu platzieren, also. Das ist daneben. Ice Heap. Und schon wieder 5 AP verbraucht. Jetzt haben wir noch 20 Eisattacken übrig. 10 mal Eisstrahl, 10 mal Ice Heap. Ja, mal schauen, wie weit wir damit kommen. Wir haben auch noch andere Pokémon. Haben wir andere Pokémon? Level 41, Hooligan. Nidoking kommt wahrscheinlich ganz gut klar. Ja, gut gegen die ganzen Gesteingedönsviecher, ne? Mach Rollo, Alter.
Ganz ehrlich, bei dem ganzen Kleinkram-Scheiß flüchten wir jetzt, jedenfalls mit Rosana. Können wir was anderes an die Spitze setzen, was so viel AP hat, dass das auch nichts ausmacht? Vielleicht Dodri. Aber Dodri hat es dann natürlich auch wieder schwer gegen Onyx. Da müssten wir dann gegen Onyx flüchten. Das ist auch blöd. Boah, das ist doch alles Kraut und Rüben. Ne, wir lassen einen 41er vorne. So, Rosana, komm. Obwohl, egal, wir nutzen jetzt Nidoking und später, wenn wir wieder auf der Ebene sind, wo dann Golbats und so weiter kommen, dann können wir auch gerne wieder Rosana einsetzen und da flüchten wir sowieso. Ganz ehrlich, Alter, ein 22er Zubat, ey. Dich sollte man echt in den Rückgabeschlitz stopfen. Ach, Hollo, ja, das können wir wenigstens noch mal wegprügeln. Von Fuchtel haben wir eigentlich genug AP. Da können wir locker 10-mal Fuchtler für solche kleinen Mistdinger einsetzen. Das passt dann schon. So, links lang. Ah nee, stimmt, wir haben hier sogar noch ein Item übrig gelassen. Wir haben uns den Himmelsfeger geholt. Das Sonderbonbon erstmal nicht. Ich habe auch ganz vergessen, dann wieder in den Raum hier zurückzukehren. Aber gut, jetzt wo wir sowieso nochmal durchgehen, ist das natürlich ganz cool, dass wir das dann vorher nicht gemacht haben. Da hätten wir dann quasi wahrscheinlich einfach ein bisschen Zeit verschwendet, einen kleinen Umweg genommen. Ja, auch da will ich jetzt eigentlich nicht unbedingt ein Erdbeben gegen Onyx einsetzen und die Erdbeben verschwenden, aber wir machen es einfach. Und den Rest dann mit Fuchtler wieder weg. Oder wir kriegen es One-Hit down, das geht natürlich auch. Ist natürlich auch immer die bevorzugte Variante. Gab es hier nicht irgendwas im Felsen? Das werden wir jetzt bestimmt nicht One-Hit kriegen. Das andere war 6 Level drunter. Einfach mal schauen, was wir da so anrichten. Ja. So in etwa habe ich das auch gedacht, dass es darauf hinausläuft. Noch ein klein bisschen übrig. Okay, den töten wäre jetzt echt schön gewesen. Aber gut, so eine Raserei können wir noch verkraften, das geht. So, hier ist nichts. Können wir uns umdrehen? Ne, ist wirklich nichts drin. War davor ein Item? Keine Ahnung. So, jetzt nicht nach links schieben. Genau. So wollen wir das. Manchmal esse ich nur einen Bonbons. Aber manchmal, also oft, stecke ich mir auch 3 Bonbons oder mehr auf einmal in den Mund. Irgendwie so war das doch, oder? Mit der Frau, die zur Not auch Klopapier isst. Irgendwie muss ich da immer dran denken, wenn ich das Wort Bonbons oder Bonbons höre oder lese. Ja, sehr schön. Jetzt können wir auch mal sinnvoll die Attacke Steinhagel einsetzen. Die nutzen wir eigentlich ziemlich selten. Dabei ist sie doch eigentlich ziemlich cool. Ich mag sie jedenfalls. So, da lang. Den hier. Erst nach links. Sicher, sicher. Kein Gamma, da haben wir es. Ja, die kommen hier wirklich wie Sand am Meer, diese kleinen Viecher. Wie Ratten aus den Rattenlöchern. Aber noch haben wir genug Fuchtler. Sehr schön, Level 42. Wer war jetzt noch auf 41? Osana. Ja, bis zur nächsten Ebene bleiben wir noch auf Nidoking. Nogga. Fangen wir diesmal, wenn wir dran denken. Body Slam.
Ja, zieht gar nicht mal so viel ab. Und jetzt auch noch ein Heuler. Okay. Ja, lassen wir mal die Erde beben. Oh, das wird böse. Ich habe seine Knochenkeule vollkommen vergessen. Aber wir ziehen es jetzt durch. Ich glaube, wir haben sogar den Hypertrank abgelegt. Kann das sein? Oh, ernsthaft. Oh, das ist doch so gemein. Da hätten wir auch die beiden Knochenkeulen jetzt nicht fressen müssen. Obwohl, doch, hätten wir so oder so. Oh Mann, das ist so gemein. Jetzt haben wir dran gedacht, es ist im roten Bereich sogar paralysiert und dann ist diese verdammte Box voll. Shit fucking car, ey. Schönes funkelndes Auto.